liebe Facebook-Freunde, ich koche wieder was. Und ich habe mir überlegt, zur Winterzeit, Kässpatzen, Allgäuer Kässpatzen, das ist eine kulinarische Sensation, da brauchen wir keine Gänsestoffleber und Co. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also erstmal brauchen wir ein bisschen Mehl, normales Mehl oder vielleicht sogar spezielles Nudelmehl oder Spätzlemehl. Und dann kommt zu dem Mehl, kommen Eier. So, die Besonderheit geht schon mal so los, dass in meinem Spätzleteig nur frische Eier sind und kein Wasser. Salz natürlich, kein Muskat, zumindest bei mir nicht. Und jetzt werden die Eier mit dem Mehl aufgerührt. So, wenn man merkt, das ist ein bisschen zu wenig Ei, kann man vielleicht noch mal eins reingeben. Hoppla. Und jetzt ist kräftig aufrühren, da brauchen wir natürlich Kraft, richtig ordentlich Kraft. Und der Spätzleteig wird nur mit Mehl und den Eiern natürlich bedeutend knackiger. Kräftig rühren und so, dass der Teig am besten ja, so ein bisschen Blasen wirft. Okay, jetzt beste Zutaten, Mehl, Ei, Salz und sonst nichts. Heißes Wasser, ordentlich Salz rein, dann am besten so ein ja, Allgäuer Spätzlehobel, ein bisschen nass machen und jetzt in diesen Spätzlehobel den Teig füllen. So, einmal dann voll machen und jetzt bei kochendem Wasser schön hobeln. So, jetzt die Spätzle aufkochen lassen. Und der ganz große Vorteil ist, ich zeige euch das. Der ganz große Vorteil ist, dass diese Spätzle jetzt richtig schön knackig sind und fest sind. Ja, die sind richtig bissfest, al dente. Ab in die heiße Pfanne. So, und jetzt kommen Käse dazu. Schau mal her, Käse haben wir hier. Romadur, Limburger, Bergkäse, Emmentaler. Die Käse müssen sein in allerbester Qualität und zwar richtig reichlich dazu. Schau mal her, also richtig ordentlich viel Käse. Und dazu jetzt ein bisschen was von diesem Kochwasser. So. So, das Ganze ein bisschen aufrühren. Frisch gemahlene Pfeffer dazu. So. So, jetzt der Käse bringt natürlich ein Wahnsinnsaroma rein. Zwischenzeitlich, schau mal, habe ich schon vorbereitet, so eine Zwiebelschmelze. Zwiebel fein gehackt mit reichlich Butter. Eben schön langsam brutzeln, dass die Zwiebel weich werden. Und dann, guck mal her. Schau mal her, ja, da drehe ich ja fast durch. Eine richtig ordentliche Mega-Portion, ganz frisch gemacht, in die Zwiebelschmelze. Schau mal her, kommt noch ein bisschen frisch geriebener bzw. geschnittener Schnittlauch. Und einmal ganz nachher. Schau mal her, zack, es kommt oben drauf. Viel Zwiebelschmelze, oben nochmal frischer Pfeffer. Und das heißt, ich drehe durch. Das ist wirklich genial. Frisches Mehl, frische Eier, bester Käse und sonst nichts. Bisschen Salz und Pfeffer, Zwiebelschmelze, Allgäuer Kässpatzen. Nachkochen. Schreibt mir euer Feedback auf Facebook. Ich zähle auf euch. Bis bald. Servus.